Die Äpfel sind reif. Hallo, ich grüße euch. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Ist das nicht fantastisch, was es alles gibt? Und dann die Beschreibungen. Pink Pearl, kräftige Grapefruit, Wassermelonen und Bonbonaromen. Das leuchtpinke Fleisch fühlt sich an, als würde man ein Neonschild essen. Er ist cool, unbekümmert und altmodisch. Twist Body Jersey. Gespenstisch wie die Todesfee sieht er aus. Weich und zart, er entführt dich in einen Nebelwald, bevor er einen leichten Geschmack nach Honigmelone und Gurke freigibt, der den Geist des Sommers heraufbeschwört. Erinnert mich an die Figur Boo von Super Mario. Oder an ein klassisches Bettlakengespenst. Dieses Buch gibt es auch als großen Bildband, 28 cm hoch, kostet leider 79 Euro. Odd Apples von William Mullen. Dies ist die kleinere Ausgabe, 2021 in Berlin herausgekommen. Die Fotos sind meisterhaft, die Texte sind die reinste Poesie und interessante Apfelgeschichten. Auf Englisch, die Zitate sind von mir übersetzt. Viele dieser alten Sorten gibt es nicht mehr, sind verschwunden oder es gibt nur noch einen Baum oder sie sind total selten geworden. Keine davon kann man im Supermarkt kaufen. Von tausenden von Apfelsorten, die es gibt, kriegen wir vielleicht noch 15 zu kaufen oder zu essen. Was ist damit passiert mit den alten Apfelsorten? Warum gibt es die nicht mehr überall? Und ist das überhaupt ein Verlust? Brauchen wir die? Darum geht es heute, um Vielfalt. Eine, die alte Apfelsorten nachzüchtet und der die Vielfalt am Herzen liegt, ist Annegret Brall aus der Uckermark. Also Hasenkopf ist so eine Brandenburger Lokalsorte. Ja. Das ist ein Apfel, der wirklich, der sieht aus wie so ein Hasenkopf, aber ist so länglich gezogen, wird nach unten enger. Und es gibt hier ganz viele lokale Hasenköpfe. Also zum Beispiel in Gerswalde gibt Von es einen Hasenkopf. Gerswalde habe ich schon mal gehört. Genau, und der ist jetzt aus Breder Eiche. Ah, hier ist Alkmene. Das ist eine neuere Sorte aus Müncheberg. Und die ist also zu DDR-Zeiten entstanden. Und die ist halt hier für Nordosten noch ziemlich gut angepasst. Deshalb habe ich die auch veredelt. Das ist der Baumanns Renette. Aus ich glaube, eine ältere Sorte aus dem Rheinland. Breuhahn ist auch ein ganz toller Lagerapfel. Das hier ist der Apfel aus Grünheide. Aber Apfel aus Grünheide wollte ich halt, weil unser Betrieb in Grünheide ist, auch eine Brandenburger Sorte. Hier ist Dülmener Rosenapfel. Das ist ein Apfel mit so einem ganz feinen Aroma, deshalb wollte ich den auch dabei haben. Oder ich habe auch Kunden, die schwärmen dann von einem bestimmten Apfel im Garten und bisher haben wir aber niemanden gefunden, der sagen konnte, was das für eine Sorte ist. Aber weil das der absolute Lieblingsapfel ist, hab ich den jetzt auch veredelt. Also die Wurzeln, nennt man die Unterlage, die kaufe ich quasi zu. Die werden, also ich habe auch schon mal welche selber gezogen, die werden entweder aus dem Samen gezogen, dann sind das sehr starkwüchsige. Oder ja, vegetativ vermehrt. Also da gibt es quasi einen Mutterbaum, der immer wieder angehäufelt wird und neue Triebe macht und die Wurzeln bewurzeln dann. Das sind dann Unterlagen, die mittel- oder schwachwüchsig sind. Also damit kann man dann mehr steuern, ob es ein kleiner, ein großer oder ein mittlerer Baum wird. Das ist halt bei Äpfeln sehr ausgefeilt, weil Apfel einfach so eine beliebte Frucht ist. Ne? Und heute, aber wenn man jetzt Bäume hier in der Landschaft pflanzt, dann würde ich immer starkwüchsige Unterlagen nehmen, einfach damit die Bäume es schaffen, möglichst tief in den Boden reinzukommen. Ah ja, wegen Sandboden und Ja, und tiefes lange Grundwasser Trockenheit, halt. ne? Wir haben in Und Brandenburg. Trockenheit, ja. Wir haben meistens April, Mai so eine Frühjahrstrockenheit und Genau. das ist für die Bäume natürlich total krass, weil das genau die Zeit ist, wo die Blüte in die Frucht umgewandelt wird. Also vom Energieaufwand ziemlich intensiv und in der Zeit müssen die dann gut wasserversorgt sein. Hat sich da was geändert jetzt so in den letzten Jahren? Merkst du da was mit dem Klima? Boah,
Das ist, finde ich, schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass dieses Thema Wasser in der Landschaft immer mehr zunimmt. Aber ja. Hier, wir sind hier eh in einem relativ kontinentalen Klima. Hier ist es schon länger Thema. Ne? Und die Bäume, also das beobachte ich schon, dass die Bäume sich hier in der Landschaft auch schon besser darauf angepasst haben. Also dass die, oder ich habe das Gefühl, die Wurzeln schon tiefer als zum Beispiel jetzt in Westdeutschland, wo diese Trockenzeit, wo die oder Bäume was Neues ist für die Bäume. Ja. Die sind ja daran gewöhnt, dass sie immer ihre 800 Liter im Jahr kriegen, regelmäßig. Und hier die Bäume kennen das quasi schon, dass es auch mal längere Trockenperioden gibt. Und wie ist das mit dem, dass im Frühjahr immer früher warm wird? Dann fangen die an zu blühen und dann gibt es nochmal Frost. Gibt es das Problem hier auch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben hier oft noch Spätfrost, Ende Mai, sogar nach den Eisheiligen. Und das geht dann oft in die Blüte noch ein. Also es ist für die Bäume selber, glaube ich, nicht so ein großes Problem, sondern eher dann für den Ertrag. Ja, für den Ertrag. Jetzt stehen die ja hier ziemlich dicht. Was passiert denn, wenn die jetzt größer werden? Oder wie lange bleiben die hier so stehen? Genau, also wir können einfach ein Quartier weitergehen, wenn die schon älter sind. Was für ein schöner Garten. Also wir, die sind jetzt zweijährig. Ach ja. Und ich versuche die eigentlich mit 2 oder 3 Jahren schon umzupflanzen. Ja. Also die haben jetzt noch nicht die Form, die man erwarten würde von einem Hochstamm. Ne? Also immer so lang und schmal, ne? Man erwartet ja, wenn man in die Baumschule geht, dass der schon so einen Durchmesser hat und schon einen Kronansatz. Und ich versuche aber eher, die Bäume schon früher an Ort und Stelle zu pflanzen, damit sie es noch schaffen, eine Fallwurzel zu bilden. Und nicht so oft unterschnitten werden. Also in der Baumschule werden die sonst mehrfach unterschnitten. Was heißt das, unterschnitten? Also die Wurzeln werden unten geschnitten, damit eher so ein Wurzelballen entsteht und nicht eine einzelne Fahrwurzel, weil man den dann ja natürlich nicht mehr so gut verpflanzen kann. Ja, stimmt. Das, von dem her macht das Sinn, aber ich glaube halt, dass die diese Fahrwurzel eigentlich brauchen. Und deshalb versuche ich die einfach früher zu verpflanzen und die Erziehung, also die Kronenerziehung dann vor Ort zu machen. Ja. Kronenerziehung. Ja. Das ist der, wenn die beschnitten werden. Ja, genau. So, dass sie so wachsen, wie man will, dass sie möglichst viel tragen, oder? Ja, ich kann, vielleicht können wir den hier, das ist vielleicht ein ganz, der ist schon ein bisschen älter. Ja. Und wenn ich den jetzt, das ist eine Sämlingsunterlage, also sehr starkwüchsig, den kann ich jetzt als Halbstamm erziehen, sodass der Kronenansatz ungefähr hier ist. Ja. Das ist für mich natürlich praktisch zum Pflücken, zum Pflücken, weil dann kann ich den stehen pflücken. Mhm. Oder als Hochstamm. Diese Hochstamm-Sachen sind ja eigentlich dadurch entstanden, dass unten drunter noch beweidet wurde. Und dann würde ich im Herbst jetzt hier die ganzen Seitenäste wegnehmen und den fördern. Und dann macht er irgendwann hier Seitenwachstum. Und dann würde ich hier eine Krone aufbauen. Ah, okay. Verstehe. Und genau, also ich finde Erziehung halt vor allen Dingen im ersten Jahr super wichtig, damit die Krone, also es ist ja ein, also sozusagen eine Kultur und ich möchte was ernten. Ich möchte aber auch, dass der Baum möglichst alt werden kann und dass er diese Fruchtlast halten kann. Ja, ja. Also die Bäume müssen ja mit extremen Gewichtsschwankungen klarkommen. Ja. Und da, also ich schneide nach dem Mörschberg-System. Das ist ein System, was in 1920er Jahren mal entwickelt wurde, um sozusagen Tafelobst auf Hochstämmen anzubauen. Und da versucht man, sehr lichte Kronen zu gestalten und also eine Mitte und mehrere Leitäste, die ja so weinglasförmig aufgestellt sind, weil so ein also in der Form ein Ast viel mehr halten kann, als wenn er so steht. Ja, klar. Dann krachen die einfach viel schneller runter. Und wenn man das am Anfang macht, dann schafft man, dann hat man einfach später viel weniger Arbeit und man schafft es, einen Baum aufzubauen, der wenig Astbruch hat. Und trotzdem die Früchte unten auch gut ausreifen. Das ist ja auch sonst, wenn man es einfach wachsen lässt, hat man die schönsten Früchte oben. Ja, ja, klar. Kommt nicht mehr ran. Und das, also dem will ich quasi mit der Erziehung vorbeugen. Dass es dem Baum gut geht, schaffe ich halt auch dadurch, dass ich möglichst viele, also nur kleine Schnitte mache und keine großen machen muss. Okay. Damit die Bäume das selber verheilen können. Das wäre dann sozusagen auch artgerechter, ne? Ja, ob was jetzt artgerecht ist, finde ich bei einem Apfel schwierig, weil wir haben ja durch die Veredelung sozusagen auch schon eingegriffen. Ne? Stimmt. Und ich finde, das ist eher so ein Deal wie mit Kühen, also mit Nutztieren. Ja. Dass man sagt, okay, ich kümmere mich um dich und ich sorge dafür, dass du ein langes Leben hast und gut versorgt bist. Und dafür darf ich aber auch deine Früchte ernten. Ja. Also es ist so ein
beidseitig, würde ich so sagen. Ich sehe ja gerade, da sind so ein paar Blätter eingerollt. Ja, da sind Läuse. Aha. Und ist das schlimm? Tut das dem Baum was? Das bremst etwas den Wuchs, aber der hat jetzt in diesem Jahr hier so, das ist der Jahrestrieb. Ja. Der hat so super getrieben. Ah, meine, der ist das halt macht der nichts. Ja, okay. Also sowas könnte ein Baum nicht umbringen, der eigentlich gesund ist. Nee. Musst du überhaupt spritzen? Nee, ich spritze nicht. Nee, gar nicht, ne? Ab wann tragen die denn Äpfel? Ich habe hier schon die ersten Äpfel drin gehabt. Ah. Also manche Sorten ab 3-4 Jahren hängt auch dann von der Unterlage ab. Ja. Und es gibt aber auch alte Sorten, die tragen erst nach 10, 15 Jahren. Oh. Also muss man richtig lange warten. Und wo kommen die alle hin, wenn sie groß sind und woanders hin dürfen? Also das meiste mache ich halt auf Bestellung. Ja. Also das ist dann für Leute, die, die einen besonderen Apfel haben wollen oder Birne. Mhm. Und zum Teil sind die Sachen für uns für den Betrieb. Mhm. Also wir bewirtschaften Streuobstwiesen und pflanzen halt auch immer nach. Und ja, so. Und ihr verkauft dann ja auch das Obst und auch Produkte, ne? Ja, Apfelsaft und so. Saft, ja. Und du machst nur Äpfel? Nee, ich mache also auch Birnen und Pflaumen und Quitten. Mhm. Ich habe Landschaftsökologie studiert. Landschaftsökologie. Aber von dahin zum Obst zu kommen, ist ja auch nochmal ein Schritt. Ja, ich fand halt irgendwie, also Landschaftsökologie ist eigentlich, wenn man es runterbricht, kann man auch Naturkunde dazu sagen. Ja. Also eigentlich zu versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Und ich fand aber eigentlich immer die Bewirtschaftung am interessantesten. Also wie kann man ökologisch nachhaltig wirtschaften? Und diese Zone, also sozusagen der Randbereich zwischen Land- und Forstwirtschaft. Mhm. Also wie kann man mit Bäumen, wie kann man Baumkulturen anlegen, die super vielfältige Nutzen haben? Und da ist auch ganz viel Wissen verloren gegangen. Und das hat mich irgendwie so angezogen, da weiter zu forschen und Sachen auszuprobieren und zu gucken, wie die in heutigen Systemen funktionieren können. Aber dein erstes Interesse waren die Bäume? Ja. Irgendwie bin ich immer wieder bei den Bäumen. Immer wieder bei den Bäumen. Das kam einfach so oder weißt du, wie das kommt? Das ist schon sehr lange angelegt. Ja, schon als Kind irgendwie. Ja, ich hatte irgendwie immer einen Bezug zu Bäumen. Ja. Stimmt das, dass die Äpfel aus Kleinasien eigentlich stammen? Habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, also wahrscheinlich kommen die aus Tadschikistan. Aha. Das ist im Tian-Shan-Gebirge so richtig natürliche Apfelwälder. Ach ja. Also wo auch wirklich ein Baum neben dem anderen ganz andere Äpfel hat. Von Natur aus? Ja. Oh. Die sind genetisch viel näher an unseren Apfelsorten als der europäische Holzapfel. Und man hört auch immer wieder, dass viele von den alten Sorten besser vertragen werden. Ja. Ja. Also das hat mit diesem Thema zu tun, dass die Sorten, die wir heute im Supermarkt kriegen, eigentlich alle auf 5 Muttersorten zurückgehen, die halt hauptsächlich wegen Geschmack ausgesucht wurden, aber nicht wegen Vitalität oder Verträglichkeit oder so. Und die alten Sorten, die da nicht diese Einkreuzungen haben, sind oft für Allergiker viel besser verträglich. Also der Allergiker reagiert quasi auf eine dieser 5 Muttersorten. Ja. Und genau, nur werden die einfach nicht mehr im großen Stil angebaut. Also da muss man schon irgendwo sehr spezielle Quellen sozusagen anzapfen, dass man an die Äpfel rankommt. Ja. Und ist es schwieriger jetzt diese alten Sorten zu haben, als die es im Supermarkt gibt? Tragen die mehr oder sind die makelloser oder... Also die passen, kann man nicht so allgemein sagen. Ja. Also man kann nicht sagen, dass die alle generell robuster sind. Also ja. Es gibt auch total krankheitsanfällige alte Sorten. Okay. Die sind zum Teil, passen die jetzt quasi nicht in die Standardform. Ne? Ja. Dann gibt es bei den alten Sorten oft so eine Alternanz, dass sie nur alle 2 Jahre tragen. Das ist natürlich für einen Erwerbsobstbau auch nicht so interessant. Mhm. Aber da gibt es total viel Potenzial. Also, ja. Und ich glaube, da ist auch wieder, je diverser man aufgestellt ist, desto besser. Ne? Dann hat man halt, man hat dann nicht jedes Jahr das gleiche Angebot, aber man hat dann vielleicht in dem Jahr eher die eine Sorte und im anderen Jahr die andere. Genau. Sag mal, du arbeitest ja auf diesem Hof, Umbio? Ja, also wir haben 20 Hektar Streuobstwiesen und Nüsse. Oh. Mhm. Oder etwas mehr sogar. Mhm.
Wir bauen quasi Mostobst an und haben ungefähr 100 Sorten im Anbau. Ja, der Saft ist so unser Hauptprodukt. Mhm. Und da kann man ja auch dann hinkommen und Äpfel bringen und dann kriegt man den Saft. Genau. Genau, Mosterei. Und bist du da angestellt? Ja. Okay. Das ist so dein Haupteinkommen? Ja. Mhm. Das fand ich jetzt alles total interessant. Übrigens, meine Lieblingskartoffel wäre auch beinahe vom Markt verschwunden. Die Linda, die wollten sie ja verbieten. Ja. Aber da steht das nicht. Und dann wollte sie nicht verbieten, da ging es um was anderes. Ja. Die Hähne, die gehören einem bestimmten Eigentümer. Ja. Und der wollte die besser verkaufen. Ja, die sagt, da behalte ich meine Gene. Nee. Am 28.08.2009 schreibt die Taz: Im Jahr 2004 war nach 30 Jahren der sogenannte Sortenschutz für Linda ausgelaufen. Dieser garantiert dem Züchter der Kartoffel das alleinige Vermarktungsrecht und damit hohe Lizenzgebühren. Um zu verhindern, dass Landwirte Linda lizenzfrei nutzen, statt neuere, lizenzpflichtige Sorten von Europlant anzubauen, hatte das Unternehmen die Zulassung für Linda vorzeitig zurückgezogen. Zitat Ende. Der Biolandwirt Ellenberg wehrte sich und die Verbraucherzentrale Hamburg, Slow Food, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Bioland und Demeter gründeten den Freundeskreis Rettet die Linda. Nach jahrelangem Streit über die Zulassung in Großbritannien wurde es möglich, die gute Linda wieder in der EU zum Verkauf anzubauen. Weltweit gibt es über 7000 Kartoffelsorten, 290 alleine in Deutschland. Kommt doch da auf die eine oder andere Sorte nicht an, oder? Sind nicht die neuen Sorten sowieso viel besser, die neuen Züchtungen? Wozu brauchen wir Vielfalt? Und warum fragen wir eigentlich immer, wozu brauchen wir? Genau diese Fragen stellen sich Dirk Steffens und Fritz Habekus in ihrem Buch Überleben, 2021 in München herausgekommen. Sie sagen, dass die Vielfalt für uns Menschen überlebenswichtig ist, noch wichtiger als der Klimaschutz. Hat mich überzeugt. Ein ganz wichtiges Buch. Leicht zu lesen und absolut empfehlenswert. Ich zitiere: Die moderne Landwirtschaft normt und vereinfacht alles. Deshalb hängen inzwischen 2/3 der Welternährung von nur 9 Pflanzenarten ab. Eine genetische Verengung, die brandgefährlich ist. Wenn die Klimakrise die Hitzetoleranz einer Art überfordert oder ein neuer Krankheitserreger auftaucht, könnte das Hungerkatastrophen auslösen. Der beste Schutz davor ist Vielfalt. Und weiter: Die Vielfalt des Lebens ist die Grundlage für Gesundheit, Wohlstand, Ernährung und Sicherheit auf der Welt. Wenn sie zerstört wird, gehen wir unter, so wie die Dinos. Und weiter: Unumstritten ist, dass Tiere und Pflanzen gerade so schnell aussterben, dass wir uns ernsthafte Sorgen um unsere eigene Zukunft machen müssen. Zitat Ende. Als Gründe für das Aussterben nennen sie Verlust der Lebensräume, direkte Ausbeutung, Verschmutzung, invasive Arten, Klimawandel. Wissen wir alles, wissen wir schon lange. Konferenzen gab es genug. Warum so wenig und so langsam gehandelt wird, hat vielleicht mit der Kernfrage zu tun, die Steffens und Habekus stellen. Wieso wir eigentlich immer, wozu brauchen wir, fragen. Wenn die Natur nicht danach bemessen würde, was sie uns nützt, wenn die Natur eigene Rechte hätte, wenn ein Fluss Klage erheben könnte gegen die Vergiftung, wenn die Welt, die UNO, der Internationale Gerichtshof eine rechtliche Handhabe hätten, Bolsonaro für das Abbrennen der Urwälder zu verbieten, dann wäre alles anders. In Indien, in Peru, in Neuseeland und am Mississippi geschieht gerade diese Revolution, die alles ändern wird. Wir Menschen sind Natur. Eigentlich wissen wir das auch. Wieso baden denn jetzt alle im Wald? Und wieso ist es das reinste Glück, wenn sich das Rotkehlchen auf meinen Fuß setzt? Ich zitiere nochmal: Die Erde lebt, ist wörtlich zu nehmen. Und weiter: Erst wenn tausende Spezies zusammenwirken, wenn viele Tiere, Pilze und Pflanzen und deren Stoffkreisläufe ineinandergreifen, wird der Boden fruchtbar. Auf dem Mars wächst nichts, der Boden lebt nicht. Keine Technik der Welt kann aus totem Gestein Leben erschaffen. Wir sind gerade erst dabei, einen Hauch einer Ahnung davon zu bekommen, wie das alles ineinandergreift und voneinander abhängt. Das ist der Seed Pavillon, 20 Meter hoch, geformt aus 60.000 schlanken, transparenten Acrylstäben, jeder 7,50 Meter lang. Die Stäbe bewegen sich sanft im Wind, eine riesige Pusteblume. Tagsüber leiten sie das Tageslicht ins Innere. Nachts bringt die Beleuchtung von innen die ganze Struktur zum Leuchten. Innen sind an den Stabenden 250.000 Samenkörner eingelassen.
Es ist der britische Pavillon auf der Expo 2001 in Japan, entworfen von Thomas Heatherwick, dem Enkel meiner Kunsttherapielehrerin Elisabeth Tomalin, die vor den Nazis fliehen musste, weil die sie umbringen wollten, wegen der Rassereinheit. Thomas Heatherwick hat der Vielfalt ein Denkmal gesetzt, unserem größten Reichtum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Aber Mücken, die brauchen wir doch nun wirklich nicht, oder? Es gibt nur eine einzige kleine Mückenart, die Kakaobäume bestäuben kann. Ohne Mücken gäbe es keine Schokolade.